So, Tag in Nasenbären und herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen, Jubiläumsspecial. Den Kanal gibt es jetzt inzwischen mittlerweile ein ganzes Jahr. Hatte Höhen und Tiefen, derzeit einmal weniger tief. Und wir haben es geschafft, eine Community aufzubauen mit 100 Abonnenten. Bin ich stolz auf euch, da bedanke ich mich auch. Dies ist logischerweise auch gleichzeitig ein Dankeschön-Video für diese 100 Abonnenten. Ja, ihr seht jetzt, das ist was ganz Neues, was ihr jetzt hier seht. Ich habe mir überlegt, als Jubiläumsdankeschön oder halt als Jubiläumsstart, habt ihr die Möglichkeit auszuwählen. Ihr könnt auch was vorschlagen, ist auch mit dabei. Ihr könnt gerne Spiele auch vorschlagen, solche Online-Games wie jetzt das hier, das ist ja ein Browser-Game. Das hier ist jetzt Farm Paradies heißt das. Könnt ihr gerne, wenn ihr Lust habt, können wir da gerne zusammen was starten. Ich meine, ich habe jetzt hier meinen Privataccount offen. Das ist jetzt seit, wie ihr seht, schon ziemlich weit. Da müsste ich jetzt zum Beispiel meine Stallungen, hole ich mir jetzt schon mal meine Erträge. Und, warum kann ich keine Milch nehmen? Ach so, Moment, ich glaube, ich muss da drücken, oder? Irgendwie. Ein Fehl drin. Etzele. Und als Tierträge und dann müssten wir uns eigentlich beim Schaustein noch Vollerbung gehen. Genau, so jetzt hat's geklappt. Dann hole ich mir noch beim Casino meine 20 Lose ab. Wer weiß, vielleicht zockt ja auch einer von euch dieses Spiel. Ich hätte jetzt die Überlegung, entweder meinen Privataccount ganz normal weiterzumachen oder dass ihr sagt, okay, ihr habt Lust, sag ich mal, dass man komplett neu anfängt, dann fange ich gerne nochmal neu an mit euch. Kein Problem. Könnt ihr euch entscheiden. Mal so viel zu diesen hier. Jetzt habe ich eigentlich alles mit nachher. Eigentlich mal Zeug schon bekommen. Ne, habe ich noch nicht bekommen. Also, wir hätten jetzt einmal das Game. So, das wäre jetzt mal vom Grund her. Ihr könnt euch da auch mal gern durchfuchsen dann. Beziehungsweise, wenn wir jetzt zum Let's Play kommen, werde ich das eh alles einzeln nochmal erklären. Wes Möglichkeit Nummer 2 wäre Kabiland. Habe ich auch einen eigenen Account, der ist auch schon ewig. Gibt es auch schon ewig. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, hier Produktionen zu machen. Und ihr seht, da bin ich auch schon relativ groß. Da habe ich mich auf Strom spezialisiert. Markieren. So. Produzieren. Ja, ihr hört ja hier im Hintergrund gerade MC Disaster, der hat gerade eben seine Brille geliefert. Meine Brille ist Schrott. Ist der Rahmen drin gebrochen. Man hat bloß schnell hier mal ganze Dinge hier durch. Aber hier zählt übrigens das Gleiche bei diesem Werk hier. Bei diesem Werk können wir, bei diesem Spiel hier sozusagen, wir können mal es so machen, dass ich entweder dieses alte Account weiterführe, mit euch zusammen, oder dass man sagt, okay, man startet komplett neu, jetzt muss ich hier die Produktion nochmal abbrechen, weil ich eine Mitarbeiter einstellen muss. Waren das da Mitarbeiter? 850 können wir auch einstellen. Das machen wir natürlich jetzt auch. Da will ich jetzt ganz vergessen, weil ich habe das ja ausgebaut. Wie man da ja gesehen hat, ich habe das ja auf 20.000 Quadratmeter ausgebaut. Und dementsprechend werde ich jetzt natürlich das jetzt hier auch noch schnell machen. 890 Mitarbeiter einstellen. So. Und dann kann man hier nämlich die Produktion wieder ankurbeln.
Aber wie schon gesagt, ihr seht, ich bin hier schon richtig groß. Also ich habe da schon ziemlich viel geschafft. Und ja, bin natürlich, es wäre natürlich so, ihr werdet natürlich ganzen Platz hinter mir. Es sei denn, ihr würdet sagen, okay, ihr macht mit mir zusammen, starten wir nochmal durch und machen dann komplett von Grund auf nochmal. So, was machen wir da? Ich meine, wenn ich da jetzt auch. Moment, was machen wir da mal? Machen wir jetzt nicht. Ich markiere es jetzt mal so rein. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mit 0 an. Und dann machen wir hier 5. Ne, machen wir eine 0 rein. Und dann machen wir hier eine 5. Und hier eine 2. Das müsste lang gehen. Haben wir eine Produktionszeit von über 400 Stunden. Das lang das dann mal. Ja, falls es zum Let's Play hier bezüglich kommen würde, dann würde ich natürlich euch auch den ganzen Mist hier erklären, was mit was zu tun hat oder das, was ich halt zumindest weiß, ne, würde ich euch natürlich auch erklären. Kein Problem. So viel mal dazu. Dann hätte ich noch ein drittes Angebot. Das ist ein Eigenprojekt gewesen. Und zwar Leitstellenspiel, gemacht mit einem Kollegen. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, da weiß ich komplett alles, was was bedeuten hat. Und da geht es hauptsächlich darum, diese Einsätze, die man reinbekommt vom System, dementsprechend abzuarbeiten. Wie jetzt hier, wir haben hier Äste auf der Fahrbahn. Da langt es mal, wenn wir ein Löschfahrzeug hinschicken und ja, was können wir da noch hinschicken? Ein Rüstwagen. Normalerweise langt es. MC Disaster gibt es hier natürlich jetzt auch. Oh, wir haben schon einen Einsatz bekommen. Hier in meinem Verband. Da ist hier jetzt wie meine Lieblingswrestlerin Sasha Banks und hier mein MC Disaster. Und hier unten hätten wir dann in Dr. Let's Blöd. Oder Let's Blade. Welche auch wieder eine lange Zeit nicht mehr online war, muss man dazu sagen. Aber Power Trio war ganz schön unterwegs. Der hat 10.916 Credits hat er gemacht. Nicht schlecht. Und das was schafft ohne dass er Internet hat. Wahrscheinlich übers Handy, denke ich mal. Okay. Wir werden auch hier hin und wieder einen Verbandsgroßeinsatz erstellen. Und wenn ihr das Spiel mit sagt, ihr wollt das Spiel mit uns spielen, dann könnt ihr natürlich da auch mit in unseren Clan beitreten, das ist kein Problem. Und hier haben wir noch einen Einsatz, den kenne ich jetzt selber nicht, den hat mein Kollege erstellt. Das ist brennender Güterwaggon. Ja, was mir, das Gott sei Dank ist der Vorteil, ich weiß natürlich, dass man hier draufklicken kann. Dann sage ich da zumindest, was man braucht. 4 Löschfahrzeuge haben wir hier. Moment, ich markiere mal nicht alles. Große Fix. Oh, das da. 4 Löschfahrzeuge, ein ELW-1, eine Drehleiter und ein GW-Messtechnik. Werden wir jetzt mal hinschicken müssen. Aber er gibt auch dementsprechend ordentlich. So, jetzt schauen wir bloß mal, ob MC Disaster online ist. Sehe ich natürlich durch meinen Clan, sehe ich das hier an dem Männchen. Da steht es ja dort, in Sascha Banks ist online, das bin ja ich. Ist bereits länger nicht mehr online gewesen. Und die sind alle offline, der Rest. Und auch MC Disaster ist offline. Hat natürlich dementsprechend auch von mir die ganzen Admin-Ränge bekommen, wie ihr seht, weil der ja auch mit mir da aktiv dabei ist. Naja, dann schicken wir jetzt, was haben wir gesagt? Wir brauchen 4 Löschfahrzeuge. Wir brauchen einen ELW-1 und GW-Messtechniker, da war es glaube ich noch, genau. Da. Ja, und weiß, habt ihr da immer den Namen dort stehen von dem Fahrzeug? Ich habe es natürlich jetzt, da ich aus Schwabach komme, hier mit Schwabacher Kennzeichen und so Gruppen und so gemacht. Ist aber ein Komplex, wenn man da das erste Mal drüber schaut. Es ist fertig. Und ich glaube, MC Disaster ist jetzt auch online gekommen. Das heißt, ich werde jetzt mal testen, ob der online ist, indem ich einfach hier mal den für den Verband freigebe. Und wenn jetzt da gleich irgendwer THWler rumfährt, dann ist der definitiv online. Man müsste theoretischerweise nämlich dann von hier Eichwasen. Und hier müsste jetzt dann gleich ein THW-Fahrzeug losfahren. Irgendeiner. Ui, der hat ja schon 3 THW-Fahrzeuge, sehe ich gerade hier.
Ja, jetzt schauen wir mal, ob der schon THW-Fahrzeug fährt. Ne, tut's noch nicht. Und jetzt siehst du, hier ist ja wirklich absolut alles. Bei den Fußballvereinen habe ich mal gespielt. Was geht denn da ab? Und ihr seht ja wirklich, dass man hier alles sieht, was wo ist. Das ist echt cool. Das ist echt richtig funny. Man hat hier zum Beispiel auch das Krankenhaus und alles sichtbar. Und die ganzen Straßen hier. Oh! MC Disasters Online, weil hier, ihr seht's, fahren THW-Fahrzeuge. Ja, ich habe mich hier auf die Feuerwehr spezialisiert, wie normalerweise, wenn ich immer hier gehe auf Profil. Wo war es jetzt wieder? Moment, falsch. Gibt es schon wieder Saison-Events? Bei der. Brennende Papiercontainer durch Feuerwerkskörper. Ja, Saison-Events gibt es immer. Ihr seht hier zum Beispiel von meiner Cousine die Wache, meine Feuerwehrakademie. Dann die das Dorf, das sind die Feuerwachen, was es bei uns auch so gibt. Die ganzen Freiwilligen Feuerwehren hier. Schwache Feuerwehr natürlich schon voll ausgebaut. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da könnte ich noch ein Feuerwehrauto reinbauen. Dann hier Feuerwehr, Polizeiwache habe ich nebenbei auch wieder hochgezogen. Dann mein Spitzname von meiner Mutter, Jeanette. So Privatfeuerwehr. Und Krankenhaus habe ich mittlerweile auch gebaut. Und einen Rettungsdienst. Und Werksfeuerwehr von meinem Fahrradgeschäft, wo ich mir aufziehe. Habe ich auch. Die Privatfeuerwehren, die sind natürlich genau da, wo die Zirkelbude ist. Und zwar genau hier. Direkt am Marktplatz. Dann haben wir hier noch einen Dr. Let's Blöd seine Wachen. Wie der bei uns vorhin den Spitznamen gekriegt hat. Da haben wir den Power Trio seine Leitstelle und Wache. Und das hier ist mehr oder weniger den Dingseins-Zeug. Ja, das so viel mal dazu. Und ja, das seht ihr, der ist richtig die Hölle los jetzt. Der Einsatz, der ist in Nürnberg am Hafen. Am Güterbahnhof. Die Einsätze übrigens, die sind immer so ziemlich da, wo sie auch sein sollen. Wird da denn wieder die Hafenfeuerwehr gefistet? Akustisch? Ich schau mal, ob die Nürnberger Feuerwehr. Nein, wird sie nicht, weil die ist da drüben. Ja, ich sehe gerade, die wird nicht akustisch gefistet. Schade eigentlich. Aber sie ist auch schon sogar. Nee, wir haben eine Elektra. Aber Reiswolf wird gefistet. Ja, Reiswolf wird akustisch gefistet. Und weißt du, wer auch noch akustisch gefistet wird? UPS, GLS und DHL. Werden gefistet. Und die hat schon gefistet, die DPD. Ja. Ja, wo ist die GLS wird doppelt gefistet. Hermes. DPD wird nicht gefistet. Das seht ihr natürlich auch, hier stehen übelst viele Firmen, stehen natürlich auch da. Nur, dass es am Schluss jetzt eine Schleichwerbung gibt. Hey, da habe ich mal gearbeitet, Dörrichberg. Da habe ich mal gearbeitet bei der Firma. Jetzt kann ich euch eigentlich auf der Map mal meine aktuelle Arbeitsstelle zeigen. Ich muss bloß schnell suchen, wo die ist. Andersberg ist mal so weit. Ja, rot. Nur noch die Lände. Müsste doch hier irgendwo sein. Kurze Fixe. Ah, da muss er doch an der Lände. So, und normalerweise müsste jetzt da stehen. Da haben wir es doch. Xavier, Einlud, Spedition. Und zwar ist hier, dieses ganze Feld hier, ist die Spedition. Inzwischen haben die hier hinten noch was. Und hier drüben haben sie mittlerweile auch ausgebaut. Also die bauen immer weiter aus. Und mittlerweile hier noch was, hier kommt noch was hin. Also mehr oder weniger die halbe Lände ist, oder fast die ganze Lände ist komplett Heinlot. Ja, so bloß, dass ihr mal wisst, wo ich jetzt arbeite. So, dann
Mein Nebenjob, das ist hier hinten. Wo ist er denn? Moment, ich muss gucken. Da irgendwo ist es. Falls man sieht. Boxloe. Da eigentlich. Hier. Startblatt. Ja. So, das heißt, ihr könnt euch jetzt mal entscheiden, welches dieser drei Games ihr mit zocken wollt. Und dementsprechend ihr könnt auch Vorschläge machen, was wir zocken wollen. Und dann wäre es doch mal ganz nice, wenn ihr da was hättet, wo wir miteinander als Community zocken können. Wir können dann auch gerne GTA Online auf PlayStation 3 spielen, wer es ja hat. Wäre auch nicht schlecht. Können wir auch zocken, weil da wird es auch irgendwann die nächste Zeit irgendwann mal Let's Plays geben. Da könnt ihr dann gegebenenfalls eventuell vielleicht mal bei einem oder anderen Raubüberfall oder so mitmachen. Aber euch natürlich nicht dumm anstellen und einfach rausgehen oder so. Ja, das hat ihr natürlich dann auch eingeladen oder zu Specials. Wir wollen dann auch irgendwann mal so ein Autobahn-Sperr-Special machen und so. Das kommt dann alles. Und ja, dann wünsche ich euch immer soweit viel Spaß noch und MC Disaster kann sich auch noch verabschieden. Ich habe mich zwar noch gar nicht richtig begrüßt, aber gut. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß bei diesem Video. Egal ob Tag, Mittag, Abend, morgens, Nacht. Schaut es euch an, schreibt Kommentare, gebt ein Like. Oder auch nicht. Und abonniert schön fleißig. Wenn ihr lustig habt, könnt ihr auch mal bei mir vorbeischauen. In diesem Sinne dann, viel Spaß, tschüss und auf Wiedersehen. So, ja, ich bin jetzt dann auch nochmal ganz kurz an Worte. Ich schließe bloß jetzt schon mal hier das Tab. MC Disaster findet ihr, indem wir das ganz einfach machen. Er wird von mir hier ein Video kommentieren. Beziehungsweise ich werde ihn einfach verlinken. Und ich zeige euch mal seinen Kanal. Wo haben wir den denn? Wo ist er denn? Ja, ihr seht selber, ich habe eine massenhaft lange Abo-Liste, wo ich jemand abonniert habe. Muss ich auch immer mal extremst ausmisten. Da haben wir doch MC Disaster. Ja, so schaut sein Kanal aus. Er macht natürlich überwiegend WWE. Dass ihr Bescheid wisst, das ist sein Kanal. Und bei mir schauen wir jetzt mal, ob ich aktuell, welche wie viele Abonnenten habe ich eigentlich momentan. Oh, ich habe nur noch 98, ich habe wieder ein Diabo. Ja, trotzdem sage ich mal danke für die 100 Abonnenten, weil ich hatte zwischenzeitlich 100 Abonnenten. Und die werden bestimmt wieder kommen, sobald es mir wieder besser geht und ich dann auch regelmäßig wieder Videos hochladen kann. Weil ich bin jetzt auch nur über die Weihnachtszeit zu Hause. Danach geht es dann wieder ab ins KH und dann wieder nächste OP. Kein Bock drauf. Ja, und sobald es mir wieder perfekt geht oder besser geht, kann ich mich natürlich viel mehr wieder bringen. Ich werde auch dann die Ding noch auf jeden Fall nachträglich machen, die Umstrukturierung. Das werde ich euch natürlich alles dann im Nachhinein noch machen. Ja, ihr seht selber, die Fahrzeuge sind jetzt fast da und wir haben nochmal einen Einsatz. Feuer auf Balkon durch Feuerwerkskörper. Ist auch wieder ein Special Event. Das würde mal das Kleine sein, da schicken wir einfach noch zwei Löschfahrzeuge. Und wo ist das? Ah, das ist mitten in der Stadt. Wo ist denn das? Ah, ey. Beim Parkhaus? Am Bahnhof ist ein Feuer auf dem Balkon. Am Parkhaus. Parkhaus, Feuer am Balkon. ja. Ja. So, Ja. Leute, das ist, nenne ich mal, eine richtig geile Andrologie. Das ist ein Fail. Ja. Ich denke mal, der wollte es eigentlich irgendwo hier hinsetzen, aber naja. Weil eigentlich macht es nur noch mein Kollege. Ich meine, ich habe mich da weitgehend zurückgezogen. WTF, what the fail? Und wenn wir dann im Verband kommen wollt, das habe ich vergessen, euch noch zu sagen. Ist Verband anzeigen. Ah, oh, falsch. Verklickt. Ja, Verband anzeigen. Der Verband ist ganz einfach zu finden, der heißt einfach nur Switcher. Da findet ihr uns dann und dann könnt ihr euch einfach ganz normal bewerben und dann werdet ihr natürlich auch akzeptiert. Ja, genau. Jetzt kriege ich schon die für die für Fachgruppe Bergen, ne? Die Einsätze, obwohl ich da noch keine Schulung hinter mir habe. Läuft bei dir? Ich glaube, ich hätte mir den einen Dinger nicht holen sollen. Das ist ein Auto. Naja, wir machen das jetzt einfach mal und tun uns dann vorheben, tue ich den jetzt mal ein bisschen, damit er vielleicht auch ein bisschen für euch interessant und erkennbar wird.
Man findet ihn ja leichter, weil er dann da jetzt in der Verbandsliste, Verbandsfeinder, klar ist es, glaube ich, müsste der grün hervorgehoben sein. Da. Ist er hervorgehoben. Müsst ihr den also finden, wenn ihr einfach einen Marker hier auf Schwabach setzt, dann findet ihr das. Dann findet ihr auch unseren. Unseren Verband. Steht ja da, Sascha Banks, MC Disaster und so weiter. Ja, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Hoffe, es hat euch gefallen und ja, schaut gerne beim nächsten Video vorbei. Meine Freundin lädt das jetzt dann alles hoch, weil die habe ich ja schon in Auftrag erteilt. Die wird es dann euch alles hochladen, wenn das Zeug dann alles oben ist. Da kommt das gleich richtig viel dann auch nach diesem Video. Danke und bis zum nächsten Mal. Und bleibt mir bitte treu, bis es mir wieder besser geht. Danke und tschüss.